So, was geht ab? Ich bin Chris von CJ Gaming und heute werden wir mal wieder eine weitere Runde von Road to Glory aufnehmen. Es müsste, glaube ich, die fünfte Folge dann sein. Auch nicht mehr 5.1 oder so, sondern exakt die fünfte Folge. Und ja, wir hatten verdammt Glück letztes Spiel, ey. Das war schon echt gut. Und ja, ich hoffe, wir haben wieder so ein Glück, beziehungsweise überzeugen wir diesmal mit etwas mehr Skill als Glück. Und je nachdem. Naja, wir gehen auf jeden Fall ins erste Spiel. Ich hoffe wirklich, euch hat die Folge letztens gefallen. Das war echt awesome und auch ziemlich knapp. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, wir verlieren, aber dann drehen wir das Spiel noch irgendwie. Er hatte übelst gute Kombis rausgehauen und ja. Ich vergebe dir Danke. diesmal. Oh, Wagen das Spiel war echt ins intens. Himmeltau. Und naja, diesmal haben wir eine etwas höhere MMR. Sehr schön. Die Neckar brauchen wir nicht wirklich. Einen Neckar hauen wir mal weg. Ist schon mal nicht allzu schlecht. Einen Schüchterer behalten wir auch. Ja, wir belassen es mal dabei. Obwohl ich letzte Folge echt ein paar Fehler rausgehauen habe, haben wir das doch noch gewonnen mit Glück. Deswegen bin ich auch ziemlich erleichtert. Wir spielen wieder sie als erstes. Wir Oh, haben okay. ziemlich hübsch gemacht. Das ist ärgerlich für uns. Wow. Das ist ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Holy. Naja. Das ist eine unserer Win-Condition, deswegen ist So das geht's eher nun. nicht so gut. Gegen Nilfgaard Oh stehen wir noch yeah, 0-0, let's okay. go. Machen wir mal wieder den Standardzug. Vorwärts, meine Aber es war auch nicht Lieben! allzu schlecht, weil wir haben auch richtig gute Karten im Deck, ne? Also, deswegen, ja. Sind wir noch da Du, ganz gut weggekommen? Er ich bufft ihn fast zu wahrscheinlich. Ehren Okay. dafür. Na gut. Ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, was wir tun. Wir machen das mal so. Damit unser Dings hier schön was zu knuspern hat, unser Krieger. Wahrscheinlich wird mein Gegner jetzt aufhören, aber allerdings will ich die erste Runde auf jeden Fall gewinnen. Notfalls können wir immer noch Einschüchterer spielen, falls er aufhören sollte. Das meine ich jetzt, wäre Geralt Ingni natürlich awesome. Weiß gerade nicht, wen ich ausspielen soll. Wir führen 24 Punkte. Ich weiß nicht, ob das klug war, nicht klug. Überhaupt nicht klug anscheinend. Wie ging diese Beschwörung noch gleich? Burak! Ah, Igni wäre jetzt schon verdammt gut. Ich hab dich gewarnt! Ah gut, jetzt müssen wir die Runde auf jeden Fall gewinnen. Aber sowas von auf jeden. Disziplin, die fehlt euch.
Ich denke mal, wir hauen hier Zerfetzen drauf. Gibt am meisten Value, 12. Führen mit 35 Punkten. Mit Gewalt lehren. Wow. Okay. Ich bin da tatsächlich unschlüssig, welche Karte ich ausspielen soll. Wir haben sie ordentlich hochgebufft eigentlich. 3 gegen 3. Ich denke mal, ich spiele tatsächlich die. Necker knusper ich nicht auf. Könnte noch in den nachfolgenden Runden ziemlich wichtig werden. Muss eine von denen leider spielen. Ich spüre starke Magie. Die darf ich nicht spielen. Erst nächste Runde. Okay, die muss ich spielen. Fuck. Bitte. 10. Huh. Holy shit, ey. Jetzt können wir nämlich in Ruhe passen. Wir passen nicht. Neu ziehen, abschließen. Wir gehen auf ein 2-0. Ja. Wir gehen auf ein 2-0. Huh, überlegen. Ja, komm. Ich hasse Portale. Wie du willst. Okay, das ist scheiße. Aber es geht noch. Huh. Ich hätte es fast verballert einfach. Ja, müsste ja klappen, ne? Hat der noch 15 auf der Hand? Perfekt. Erstes Spiel gewonnen. Huh, ey. War auch wieder extrem knapp einfach. Er bekommt auch gutes Spiel. Aber 2-0 gewinnen ist schon ziemlich schwierig, wie ich finde. Alles klar, 15 Erz, sehr schön. Perfekt, sehr, sehr gut. Da sind wir auch Rang 8 anscheinend. Verstehe ich jetzt wieder nicht. 3 Fässer, ah, sehr gut. Könnt ihr euch auch schon demnächst auf ein Pack-Opening freuen? Hoffentlich, ja, denke schon. Und ja... Ich denke, es werden wieder 10 Kisten, je nachdem. Wow, mein Handy ist erneut runtergefallen. Yay! Dann, let's go. Dann gehen wir direkt ins zweite Spiel. Ja, komm. So, Stufe 14, Rang 7, also haben wir etwas höhere MMR, ja, 70 fast, etwas mehr. Oh, keine gute Starthand sehe ich jetzt schon. Oh, oh. Oh Gott! Holy Mist! Wir müssen einen von den Neckern weghauen. Oh Gott! Das sieht echt nicht gut aus.
Das sieht echt nicht gut aus. Holy. Ach du Kacke. Ach, keine Ahnung, wie wir das Spiel drehen sollen. Das könnte tatsächlich unsere erste Niederlage werden. Auch wenn wir gegen Skellige 2-0 führen, also 100% Siegquote haben. Er hört auf. Eigentlich müssten wir das dann holen. Ich denke mal, hat der nur Fünfer auf der Hand? Beziehungsweise in den drei obersten? Wenn nicht, wäre es natürlich enorm peinlich, aber ich versuche es einfach mal. Ja, sehr gut. Sehr schön. Wichtig. Dann haben wir immerhin eine Runde geholt. Ich verstehe nicht ganz, wieso er gepasst hat. Aber das war, glaube ich, das Beste, was uns hätte passieren können. Wow! Also, wow! Na, immerhin. Dann kriegen wir die zweite Runde wenigstens irgendwie hin. Alter, ist das schlecht, ey. Holy. Holy shit, ey. Also ich denke mal, wir gehen jetzt nicht auf ein 2-0. Wir wollen ihm nur so viele Karten abluchsen wie möglich. Na gut, wie gut, dass wir hiervon noch ein paar Karten haben. Okay. Das ist nicht allzu gut, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie sie. Tötet sie zwei Eier direkt oder nur die? Okay, sehr gut. Bin ich mir nicht nämlich sicher gewesen, ob sie die Eier mittötet, beziehungsweise mitdamaged. Ist okay. Machen wir das natürlich so. Dann. Ich denke mal, wir pa passen tatsächlich. Er muss 31 aufholen. Da muss er ein paar Karten, mindestens zwei, denke ich mal, für spielen. Ja, zwei Schaden, denke ich. Oh, ja. Wieso guckt er meine Karten an? Naja, ich bin gespannt. Ob und welche Karte er überhaupt spielt. Scheint lange zu überlegen. Ich komme. Komme. Okay. Bekommen 6 Schaden. 16, 27, 10 mindestens. Ah. Unsere Quote ist echt nicht schlecht. 18,4. Hier gibt's mehr zu holen als in euren wildesten Träumen. Ja.
Er muss noch eine Karte spielen, glaube ich. Ja. Hä? Und er muss dazu noch anfangen. Hat schon zwei Wetterkarten weg. Ne, drei. Ne, zwei. Ja. Sehr gut. Ja. Verstehe ich jetzt nicht ganz seinen Move. Will er noch eine Karte spielen oder was? Okay, ja. Naja, ich kann gut mit leben halt. Igni wäre, glaube ich, nicht schlecht. Auch die Karte ist nicht allzu schlecht, so wirklich. Ich werde das so machen. Ah, das allerdings ist nicht allzu geil. Er darf anfangen. Überlegt sehr lange, muss ich dazu sagen. Karte habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Töten, verstümmeln, zerstören! Machen wir das so. Machen dann halt uns wieder unsere Kombi. Lassen die Eier springen. Und fressen sie dann mit dem auf. Ja. Machen das, glaube ich, aber in der ersten Reihe. Damit wir den Neckar zusätzlich noch zum Knuspern aufgeben können. Wir haben einen enormen Kartenlead. Schaut euch das einfach mal an. Sieben, fünf. Zusätzlich haben wir doch die drei Mumen, die ja auch 20 EP geben mit den Aufknospern. Spannend ist das, muss ich gestehen. Haben wir noch zusätzlich Gruftweib. Also, wenn nicht komplett was schief geht, dann sieht es gar nicht mal so schlecht für uns aus. Ja, zerstören dürfte er sie jetzt nicht, ne. Wieso zerstört er nicht das Ei? Die macht doch viel mehr Value. Oh, wie englisch ich das ausgesprochen habe. Wow. This is fucking awesome. Spielen wir erst die Karte, denke ich mal. Dann knuspert er die auf, dann haben wir einen weiteren Neckar. Ich glaube, der rechts hingestellt wird. Oder dahin, ne, ich glaube rechts, ne. Okay. Naja. Lassen wir es ihn. Genau, das ist ziemlich gut. Die Aufreihung. Wir führen jetzt schon. 3 Eier hat er noch zum Verknuspern. Sehr gut. Ah. Igni wäre jetzt echt nicht gut. Spielt man in seinem Deck überhaupt Geralt? Wer will Stahl von Skelly geschmeckt? Okay. Machen wir das einfach. Ah.
Geralt Igni wäre nicht allzu schlecht, finde ich. Zerstört er die jetzt? Keine Schonung, keine Na gut, anscheinend Gnade. Nicht. Keine Schonung, keine Gnade. Er hätte tatsächlich die Eier irgendwie zerstören sollen. Vorher schon. Spiel die Karte noch aus, dann höre ich auf. Ist besser und sicherer. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wie er noch gewinnen sollte, aber bevor ich jetzt irgendwie weiterklicke, genau deswegen zum Beispiel die Runde dann verliere. So, hören wir auf. Perfekt, wir haben wieder beide Spiele. Hallo. Wir haben wieder beide Spiele gewonnen. Das ist so geil. Das Deck macht enorm Spaß. Ja. Gutes Spiel. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es macht einfach echt viel Spaß, euch das zu zeigen, und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Gefallen dran gefunden an dem Deck. Ich werde, wie gesagt, demnächst ein neues Deck probieren und immer abwechselnd dann spielen, und ja, ich hoffe, ihr lasst ein bisschen Feedback da, was wir besser machen können, und ja, schreibt auch gerne unten rein, wie ihr das Deck selbst findet. Alles klar, macht es gut, habt noch einen schönen Tag, ciao.